Liebe Hörer, Hörerinnen und alle für mich bereits gestorbene, provokante, militante, geistig äußerst eingeschränkte Viehzeugler. Ich gelobe Besserung. Ich verspreche, ich gelobe Besserung. Ich gebe zu. Man muss sich ja nicht immer nur auf das Thema Stalking konzentrieren. Ebenso muss man nicht immer nur Lieder darüber singen, dass man C.H. Brunins Schwanz nicht lutscht. Okay, ich lutsche seinen Schwanz nicht. Wer tut das schon? Niemand, absolut niemand lutscht C.H. Brunins Schwanz. Dennoch muss man nicht ständig erwähnen, dass man C.H. Brunins Schwanz nicht lutscht. Ich werde mir darüber Gedanken machen. Und eventuell künftig nicht so häufig betonen, dass niemand C.H. Brunins Schwanz lutscht. Welche Reaktionen überraschten mich ebenfalls? Zum Beispiel die, ich möchte es mal nachfragen, nennen, zum Erotik-Special. Scheinbar habe ich erfolgreich provoziert. Das freut mich. Und ich sollte mir eigentlich selbst gratulieren. Dennoch möchte ich die aufgeheizte Stimmung gerne etwas entspannen. Ich beabsichtige natürlich nicht, irgendwelche Nutten auf den Strich zu schicken. Das habe ich auch noch nie getan und werde ich wohl auch niemals tun. Stattdessen erstrecken sich meine Pläne eher in Form einer Aufklärungskampagne. Das Ziel ist, einen Teil zur Eindämmung bzw. der Bekämpfung der Zwangsprostitution zu leisten. Ich finde es absolut falsch, dieses Thema totzuschweigen. Ich setze auf Information und Aufklärung mit überraschenden Mitteln und aus unbekannten Blickwinkeln. Mir steht es auch nicht zu, mich aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten über irgendwen hinwegzusetzen oder lustig zu machen. Wer die ersten Sendungen hörte oder mich aus meinen ersten Lebensjahren kennt, weiß, dass ich selbst lange Zeit unter schweren Sprachfehlern litt. Ich habe die Probleme, die daraus erwachsen können, lange Zeit sozusagen am eigenen Leib erlebt. Gerade deshalb suchte ich mir für die ersten Sendungen eine computergesteuerte Hilfe und bemühe mich sehr, während dieser Sendung meine eigene Form von Hochdeutsch zu sprechen. Wenn das nicht immer gelingt, ist das nicht darauf zurückzuführen, dass ich irgendwen diskreditieren möchte, sondern vielmehr auf tatsächlich vorhandene eigene sprachliche Schwierigkeiten. Zum AfD-Son hingegen sollte ich wohl besser nichts weiter sagen. Wer genau hinhört, erkennt die Botschaft. Auf den Regendemos darf er selbstverständlich gerne gespielt werden. Als kleines Friedensangebot lasse ich folgend noch ein kleines Gedicht aus meiner Jugendzeit hören. Autor und Sprecher bin ich selbst. Dieses hat mit dem vorangestellten Text nichts zu tun, aber bietet einen kleinen Vorgeschmack auf geplante Veröffentlichungen für den 1. Juli. Natürlich werden alle Stücke bis dahin instrumentalisiert. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und lutscht nicht C.H. Brunins Schwanz. Eine Rose in der Sonne. Eine Rose in der Sonne glänzt so wunderschön. Sie ist nicht zeitlos, aber träumt davon. Der Wind soll sie hinforttragen. Sie will schweben wie ein Vogel, gleiten wie ein Schmetterling, sanft und zart die Lüfte spüren.
Und während sie in Gedanken versinkt, fasziniert von einer für sie fernen Welt, verlässt die Sonne den Horizont. Die Rose bleibt zurück und welkt.